Hey, ja, die Sternschnuppen, willkommen zurück zu Burnout Legends zur Fortsetzung der World Tour, wo wir beim letzten Mal erfolgreich wieder die Weinernte durcheinander gebracht haben, in einer weißen Köchdecke, wo wir ordentlich die Goldmedaille verdient haben. Und machen jetzt weiter mit der nächsten Crash-Kreuzung im Rahmen der Crash-Serie. Denn diese führt uns diesmal nach Winter City. Der Dock ist eine neue. Und zwar heißt diese Run for the Bus. Genau, die machen wir jetzt. Ja, wir jagen den Bus. Was sind wir, der Bus? Oder crashen wir den Bus? Wir werden sehen. Wir sehen, dass wir der Bus sind. Ja, das ist die Wahrheit. Dazu gibt es da einen Booster und dahin sind die drei Boni, die wir sammeln wollen. Was macht Sinn? Ich weiß nicht so genau, wo fährt man am besten hin? Gold ist eigentlich immer die richtige Spur, ne? Deswegen würde ich sagen, machen wir das. Und zwar sind die Anforderungen 75.000 Cash-Dollar Minimum, denn das ergibt Bronze. Wenn wir ein bisschen mehr machen wollen, bei Silber brauchen wir bereits 275.000 Crash-Dollar und für Gold müsste es bereits ganze 525.000 Crash-Dollar sein. So sieht's aus. Dazu haben wir auch einen Crash-Breaker als Unterstützung. Der ist aktivierbar ab 12 Kollisionen. Ja, ich würde sagen, so, legen wir los. Mal gucken, wie wir was schaffen. Na, wie sie bremst hat er ab? Ich weiß nicht genau. Kommen wir nochmal zurück. Naja, leider der wird reingepoltert, aber leider nicht der Rest. Aber brauchen wir auch nicht. Wir haben genug für 78.000 Goldmedaille. Dann war es doch in Ordnung, der Crash, würde ich sagen, hat dann noch funktioniert. Sehr schön, wir haben den Bus mal zur Kette gebracht. Erinnert sich noch an Speed. Ja, war mal zu schnell für den Speed, da passiert dann. Weil der hat ja gebremst, der Bus, trotz der neuen Rennen freigeschaltet und dann noch einen Rekord auch aufgestellt. Und das war's dann wieder mit dieser Folge hier. Wir haben jetzt 37,3 Millionen. Und ja, sind am Ende der Folge wieder angekommen, sind wie gesagt angekommen am Ende der Folge. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß daran. Denkt wie immer an die Kommentare und an die Bewertung und an die Glocke, damit ihr wisst, wann und wie es weitergeht. Denkt daran, dass ihr mir folgen könnt auf Twitter und auf Facebook. Macht euch dran zu bleiben. Ihr könnt aber auch beitreten im Discord-Server zum Quatschen, kennenlernen, Spaß haben, mitspielen, mitmachen, mitgestalten. Dort erfahrt ihr alles, was es Neues gibt und noch viel, viel mehr. Alles verlinkt in der Videobeschreibung. Ich sage danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.